Hallo und herzlich willkommen zu War Thunder. Wir sind wieder zurück mit dem guten Paul und der gute Kevin schließt sich heute uns auch mit an. Dafür müssen wir den guten Kevin aber auch erstmal einladen hier. So, wie heißt du denn eigentlich in Game? War jetzt auch nicht mehr drin, muss kurz Einstellung machen. Ja, alles easy. Gut. Zweimal pro Jahr fahre ich dafür in so eine Waschanlage, wo innen und außen gereinigt wird mit Polieren. Echt? Was kostet das, Gassi? Das möchte ich auch haben. Denn gerade bei der Hauptstadt der zemmigen Bergbauern am Rande Sachsens ab, morgen geht rein. So, morgen geht's heim. Jetzt, okay, verstanden. 28 Euro bei Mr. Wash mit polieren? Boah, das würde ich tatsächlich auch machen. Kasse polieren, ehrlich gesagt. Hier im Discord geschrieben. Danke dir. Okay. Zack, zack. Die Frage ist, warte mal. Wie kann ich denn eine Anfrage? Achso, hier. So, Freund hinzufügen. Einmal. Ablehnen natürlich. Natürlich. Nichts anderes hätte ich erwartet. In Staffel einladen. Dann haben wir den Froggy Froxen, den Paul. Hä? Habe ich die Einladung jemandem falsch eingeschickt, den Fabian? Na, wurscht. So. Aber vom Level schaut es bei mir viel aus, aber Fliegen habe ich halt nichts gemacht, groß. 33. Gut, also, ich habe meine höchste Maschine wird. Warte mal, ich muss kurz gucken, dass ich da. Das Fahrzeug. Geht's das Fahrzeug wechseln? Okay. Moment da mal. Wo ist denn die Focke Wolf? Wenn wir da einen anderen Flieger nehmen, 27. Und dann nehmen wir halt die Henkel dafür. Oder die BF hier. Mir ist es die U88, wo am höchsten hab mit Stufe 3. Hä, warte mal. Warum muss ich da jetzt Geld zahlen dafür? Ging denn das? Besatzung auswählen. Das und das. Okay, das, wenn ich das nicht mache. Was haben wir denn abbrechen? Wir haben die E3. Die ist hier. Warum ist die hier mit 2 und hier mit 3 gesetzt? Verstehe ich nicht. Ach nee, 27. Okay, passt. Die haben wir hier, eine 27. Dann könnte ich hier eigentlich die E1. Nee, das ist die E1. Dann könnte ich theoretisch doch die hier auswählen und die hier draufsetzen, oder? Ja, genau, passt. Also, dann habe ich als 2,7 als höchstes. Okay. Paul, ich weiß nicht, was du als höchstes hast. Mein höchstes müsste sein. Haha, ein Jäger, aber den muss ich erstmal freischalten. Das höchste, was ich habe, ist 2,0. Okay. Hast du auch irgendwie eine Möglichkeit, bis auf maximal auf 2,7 zu gehen? Nope, muss ich freischalten. Ah, nein, ich mein dich, Kevin. Ja, so, da müsste ich die U wegtun. Auf. Dann käme ich auf 2,7, wenn die U88 nur einsetzt. Die A1, nicht die A4. D6. Die Frage ist nämlich nicht, dass wir uns dann gleich auf den nächsten Rang hochschalten, auf den, auf den Dreier, weißt. Warte mal, wo hast denn du die U? Hä, wo ist denn deine C4? Nur eine U88 C4. Ach da, C6. Ja, das ist die upgradete Version, was du da gerade gesehen hast. Hier steht bei mir A4. Ja, genau. Achso, ich habe C4 verstanden, okay. Nee. Ja, wir können es ja mal probieren. Lass die mal drinnen.
Ja, okay. Probieren wir, schauen wir mal. Achso, der sagt ja auf 2,7. Ja, das passt eh. Glaube ich, das passt ja dann eh. Also ich glaube, das sagt er ja dann eh hier gleich. Das sehen wir ja gleich. Schauen wir mal, in welche wir uns jetzt. Dein Shuffle kann er widerrufen. So, passt. 2,7, ja, passt. Cool. Dann passt das sehr gut. Ja, das ist ja perfekt, weil dann haben wir mehr oder weniger einen besseren Flieger mit drinnen. Das ist die eigentliche Einstufung. Mit was geht er? Ich gehe jetzt erstmal mit der U88 rein. Luft, wie heißt das? Abfangjäger. Und fang ab. Und da fangen wir normal diese Bombe ab, oder? Was machen wir hier? Die U88 ist ein reiner Bomber eigentlich, oder? Fangjäger. Das ist meiner. Ach, du stehst die C6-Variante. Ja, okay, ich hab die A4. Ah, okay. Machen wir komplett unten. Achso, ja, 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 genau, weil ich habe ja eine Mitte und du bist ja außen, glaube ich, gell? Das kann ich jetzt auch in dein Schiff mit einsteigen in den Turm eigentlich? Nee, ich glaube nicht, oder? Das geht nicht, gell? Also ich wüsste nicht wie, tatsächlich. Setz dich geschnallt hin, dann mache ich das doch mal. So, besser so? Hi. Warte, steuert die gerade zusammen ein Flugzeug? Nee, ne? Nee, leider nicht. Das wäre schön. Das wäre geil. Dann wären wir unschlagbar. Da bräuchst du irgendwie so einen Bomber, wo du alle Türme steuern kannst außenrum. Da brauchst du nur oben rumkreisen und alles rauslassen, was du hast. Niemals. Das Schöne ist, während die dir dein Auto in den Saum machen, bekommst du einen Kaffee gratis. Boah, das sind die 28 Euro ja wirklich wert. Nee, also ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr geil. Also für 28 Euro innen und außen plus polieren. Das ist günstig. Das ist echt gut. Das ist echt ein guter Preis. Aber das wird wahrscheinlich nicht in der Nähe vom Allgäu sein. Aha, wer kommt denn da? Der Paul fliegt mit mir hier Formation. Ich gehe auf die Henkel 112. Beziehungsweise die F2A, die wird mir vorher in die Quere kommen wahrscheinlich. Ja. Die drehen beide nach Südosten bei. Okay, die sind im Verbund. Wer ist noch bei mir? Ich. Okay, gut. Also die F2A ist... Ja. Schauen wir, ob wir die Henkel zumindest noch kriegen. Wir sind im Feind voraus, Männer! Sehr geil. Gut gemacht. So, dann gehe ich auf die B18. Ich muss mich hier bloß mal auseinanderfinden, wie das hier drüber alles so war. Ja, ja, alles gut. Hast du den rausgeballert, Paul? Nee. Das war die P39, glaube ich. Okay, sehr gut. Kommen die eigentlich mit Bomber? Das verstehe ich irgendwie nicht. Was wissen die hier mit dem Bomber? Müssen wir wieder weg, sozial tun? Paul sag ich. Sven, dann danke dir, dass du da gewesen bist. Mach's gut und ja, dann morgen gute Heimfahrt, mein Lieber. Arrivederci. Danke, dass du da gewesen bist und nochmal danke für deinen Resub. Flugzeug zerstört, sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in einen Sturzflug, oder? Und holen uns das, was unter uns da rumschwirrt. Ist klar. Ich bin an der U88C. Ja gut, dann puh. Boah, ist das laut, die Sirene. Ich spiele ab einem anderen Flieger, hat mich gestört. Scheiße, ich bin in den Flieger reingeflogen. Meine rechte Engine ist down.
Schalten wir jetzt rein. Anderes Triebwerk. Ja, das schon, aber der ist ein bisschen wenig performant, muss ich echt zugestehen. Ach scheiße, und keine Munition mehr. Okay, ich muss zurückfliegen. Weiß ich, glaube ich, werde verfolgt. Ah, ich bleibe im Kampf. Ich lasse euch nicht im Stich, Männers. So, dann wird meine BF-109 ausgepackt, weil mein Pilot ja unbedingt gedacht hat, geil. Ich sterb. Yes. Der Flieger ist ziemlich am Arsch, Jungs. Würde ich sagen. Der ist ziemlich am Arsch. Okay, verlassen wir uns jetzt mal. Hab dich nicht so, der fliegt ja noch. Boah, der hält unglaublich viel aus. Der hält brutal viel aus, das ist schon krass. Nur es geht rein, hinein in die Stadt, bin doch erst in den Urlaub gefahren. Ach so, rein. Ach, sorry, ich hab gelesen, heim. Disregard, disregard. Sorry, Sven. Ich bin auch mit der BF unterwegs. Mit was seid ihr da? Ja, ich werde aber ganz irgendwo abgeballert. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ah, zumindest eine Abschusshilfe gab's. Zielgebiet gehört bald uns. Wieder? Ich kann ah, doch nicht. Mann, ey, ich hab mit der BF-100 mal wieder geholt. Häng dich mal an, hey, was soll das? Es nervt, es nervt. Zieh den Mikro gleich die Ohren lang nach. Scheiße, wir sind, das Gebiet geht an Rot gerade. Jetzt gerade an keinen. Ich schau mal, ich mir die F2A hole. Hey, kommt wieder ein Bomber oder sowas? Was soll das sein? Gibt's aber. Friendly Fire gibt's. Doch, doch. Friendly Fire gibt's. Pardon, vergiss nicht die Klappen auch beim Manövrieren zu verwenden. Ach fuck, mein Flieger ist down schon wieder. Heiß die Wand an. Dann nehmen wir halt die andere BF. Warte, nicht mit Bomben, ohne Bomben. Und mit Leuchtspurmunition dafür. So. Warum kommt hier ein Bomber? Ich verstehe es nicht. Was machen die denn mit den Bombern? So, wer ist hinter mir? Das ist Paul. Okay. Das ist ja gut zu wissen.
17 ist auch ein Bomber, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Das denkbar, ja. Ich habe jetzt auch was noch Bomber. Das andere. Yay! Stark! Sehr gut. Eigener Platz im Team, 15. Sehr nice, sehr nice. Oh, und Refl hat gestartet. Ausrufezeichen, join in den Chat, Leute. Meins. 10. Naja, so gut nicht, aber dafür die Forschung bei der U88 weiter verbessert. Was nehmen wir denn bei der E? Oder? Liefgurte, die kaufen direkt mal rein. Machen uns den neuen Motor noch dazu. 20 mm Gurte, sehr geil. Das heißt, geil. Sehr nice. Wie ist das Panzerspiel eigentlich hier? Also ist das besser als bei World of Tanks? Ja. Muss ich sagen, du hast genauso halt mehrere Versuche und du hast modernere Panzer halt auch nicht so wie in World of Tanks, wo jetzt zum Beispiel der Leo 1 das modernste ist, hier ist halt zum Beispiel jetzt der Leo 2A6 das höchste. Ah, okay, doch, ich sehe es ja. Sogar, oh Gott, das sind sogar recht moderne Panzer. Genau. Das ist moderne Kampfpanzer dabei. Was wollte ich sagen? Kann man eigentlich als Flugzeug auch gegen den Panzer kämpfen? Also so ein richtig dickes Battle mit Schiffen und... Ja, es gibt schon so große Battles, wo alles dabei ist, soweit ich weiß. Aber die gibt es bestimmt nicht immer, oder? Also es sind so, ich glaube, das ist so eventweise, glaube ich. Ah. Bist du ready, Paul? Ja, ich bin ready. Achso, stimmt, da war ja was. Oh, mein Doppeldecker ist mal weg, das ist schön. Ah, hast einen neuen Flieger gerade bekommen? Ja. Oh, voll geil. Was hast du für einen dir geholt? Das ist jetzt die HE 100 D1. Ein kleiner Jäger noch. 1,7. Du kannst halt hier zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen auch den Panzer wählen. Also entweder so wie in World of Tanks oder auf schwer, dass du halt keine Markierungen und nichts hast. Also wie in echter. Ja, du kannst den Realismus... Ja. Aber da hast du dann auch nur ein Gerät, gell? Nee, hast du auch drei. Echt? Also ich hab das vorgestern, glaube ich, mal ausprobiert. Okay. Mit dem Flieger und da hatte ich irgendwie nur einen Flieger. Aber gut, das kann auch auf meine Unwissenheit zurückzuführen sein. Ich nehme die U88 und schau, ob ich irgendwelche Bomber abballern kann. Achso, warte mal, nochmal abbrechen. Nicht andere Waffen wählen? Ja, Leuchtspur. Ich nehme jetzt die U88A4, also den reinen Bomber, und werde Ziele zerstören. Oh, das ist gut. Oh, die Wolken schauen so krass aus. Ja. Ist ganz nice gemacht. Peter, der rote Drache. Dieselbe Wolken-Engine, aber da sehen die Wolken trotzdem nicht so gut aus wie hier.
Was bist denn du unterwegs? Ach, ihr seid beide da oben und da. Toll, warum muss ich mich jetzt hocharbeiten, bitte? Bomber sind automatisch, fangen die eine Höhe an. Ja, gut. Aber Paul hat halt keinen Bomber, der hat halt einen Sturzkampfjäger. Einen Sturzkampfbomber, weiß ich gar nicht, ist das ein Bomber? Das heißt auch Stuka, also ja, ja, Sturzkampf. Ja. Sturzkampfjäger. Ich weiß auch nicht. P39. Ja, eine 3,3er haben wir schon auch mit drinnen, ja. Okay. Als Gegner. Die P39 ist ein 3,3er. Oh scheiße, die geht jetzt auf mich. Super Sache. Könnten die gekauften sein, weißt du? Die sind ein bisschen höher von der Stufe und können aber den dickeren noch mitmachen. Versuch gleich einen Bodenziehen mit einer Bombe auszuschalten. Weißt du, wie du spielst? Also bei der Leertaste halten jetzt als Beispiel, da kannst du die Bombe wieder zukommen. Echt? Wenn ich sie gedrückt halte? Ja. Wenn du mit der ab und drauf drückst, hältst, dann schaust du der Bombe zu, ja. Das ist egal, das wusste ich auch nicht. Greif den Feind an! Wer denn da? Papacito! Vielen lieben Dank für dein Check-in und herzlich willkommen an Bord. Warum sieht er mich? Der Penner. Ich auch. Der hat mich angezündet, der Penner. Na toll, ich muss landen, glaube ich. Ich bin 15.000 Fuß hoch. Oh Gott. Hoffentlich treffe ich noch was. Ich habe den Kopf runterlassen, aber auf der Höhe hinaus muss ich runter. Flugzeug ausgebrannt, na toll. Ja, hab Sachen zerstört, jetzt steht's. Ah, wie geht's dir stets? Papacito, wie geht's? Danny, du bist ein bisschen spät dran, muss man sagen. So, 4 Minuten. Das war auf jeden Fall eine Nullnummer gerade. Ja, war irgendwie auch so. Für die auch shit. Naja. Gibt wieder bessere Runden. Ui, ein Ziel habe ich zerstört. Der Bombe, naja. Blöd ist halt, dass die ganzen Bomber bei uns im Lager unterwegs sind, gell? Ja. Deswegen verlieren wir die Runde. Versuch. Die HE 111. Also ihr müsst schauen, dass ihr die Ziele jetzt kaputt bombt, wenn ihr da sind. Unsere Base wurde zerstört, ja. Eine davon. Die zweite, die wurden gerade Bomben abgeworfen. Ich versuche auf die 111er zu gehen, aber die ist halt schneller wie ich, glaube ich. Er hat die Bomben abgeworfen, das Ziel ist down. Leck und meine scheiß Waffen sind
außer Gefecht gerade. Schau gerade, wo du bist und die Helfer nicht sehen. Ah, Flugzeug zerstört, okay, disregard. Also mein Flieger ist down, das heißt, ich muss mehr oder weniger in Not landen, oder? Ach nee, da vorne ist der Airport. Ich werde auf dem Airport versuchen, in Not zu landen. Oh, 25 Grad, uff. Ah, scheiße, unser Flughafen wird bombardiert. Ich lande eben. Läuft nicht wirklich. Der Feind siegt! Gegenangriff jetzt! Feindliche Truppen angreifen! Ich repariere bei uns am Airport. Der Flieger ist einfach komplett am Arsch. Kommt wieder einer? Ne. Was kommt denn da? Ja, was ist denn das für ein Flieger? Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ach ne, B-34. Oh nein, ich bin gerade unten. Kevin, los, du musst ihn dir packen. Ich bin gerade auf dem Weg, Bombe anzugreifen. Ja, den meine ich ja. Das ist der. Ich selber mit einer Bombe, das ist das C dabei. Ja. Oh, ein Pilot rausgeschossen, Mist. Ich hasse das. Auch. Warum lassen die mich bitte in Richtung Norden starten? Oh, Scheiße, jetzt schlagen die Bomben bei mir gerade ein. Weg hier. Ich glaube, die Runde ist hart verloren, aber... Ja. Ja. Greif den Feind an. Ich habe keine Chance, darüber zu kommen. Komm einfach nicht hin, ich habe... Irgendwie die Kiste ist so langsam. Ah, ich werfe meine Bomben ab. Angreifen. Schaffe ich nicht mehr. Komm, hab keine Steigleiste mit dieser Scheißkarre. Mal darüber zu fliegen. Aber ich muss das mal einziehen von denen ausschalten, aber ich weiß gar nicht, ob ich das zeitlich noch überhaupt hinkriege. Alles klar, bis EF AFK. Der hat mir den Bot kaputt gemacht. Was? Stimmt doch gar nicht. Er mag nur Deadman scheinbar nicht.
Die Runde, die war für den Arsch, sag ich mal. Ja, die war wirklich für den Arsch. Oh ja. Reno vergessen. Neue Abdeckung. Na, dann machen wir gleich direkt weiter. Neue Runde, neues Glück, sage ich mal, Jungs und Mädels. Yes. Mal kicken, was da so geht. Oh, kicken. So, geht schon weiter. Die Schlacht beginnt, Rotter. Bodenangriff Ruhrgebiet sind wir. Mich gleich nochmal den Bomber und versuch's nochmal. Dann versuche ich Bombe abzufangen. Ich würde möglichst hochfliegen und dann zum feindlichen Flugfeld mal was ablassen. Ja, vielleicht sogar noch eine Runde kreisen, damit sie dich nicht erwischen, aber. Ach, scheiße, das sind gar nicht mit einzelnen Zielen. Ach doch, sind sie doch. Okay, das sind gar nicht. Ja, du musst einfach eine der vier Ziele halt bombardieren, bevor genau, das feindliche Flugfeld man angreifen kann. Weit hier. Ach, du bist eh schon viel höher. Das Bomber startet schon höher. Ah, ja. Heute ist mit seinem Doppeldecker wieder unterwegs. Süß. Jagd 4, weiß ich nicht, was das für ein Flieger ist. Weißt du das, Paul? Müsste ein russischer Flieger sein, aber keine Ahnung, was das für eine Art von Flieger ist. Vielleicht ein Doppeldecker, könnte ich mir vorstellen. Der fliegt nicht so hoch. Nicht in der kurzen Zeit. B18 ist auch ein Bomber. Reist von anderen Flieger. Mal schauen, ob ich das Ziel noch erreiche. B34 haben wir da. Da komme ich nicht so hoch. Oh scheiße, das ist ein Wellington. Wellington ja, sind ganz gefährlich. A96 hat kurz auf mich genommen. Ah ne, du kriegst hinter dir die A36 hinter dir her. Ich bin jetzt gleich im Ziel, ich habe Bombenschacht vor mir. Oh komm on, 10 Sekunden ungefähr. Der ist ganz knapp hinter dir. Bomben abgeworfen. Ja, gut. Auch gleich zerstört. Das war's, Bomber zerstört. Okay. Ich schaue, ob ich zumindest an der Wellington was rumschrauben kann. Basis zerstört. Sehr gut, gut gemacht. Wir noch einen Bomber, machen wir den nochmal. Stück zerstört, sehr gut. Der erste Bomber ist down von denen. Ich gehe aufs rechte Ziel, weil da ist gerade weniger los. Okay. Und irgendwo spürt da noch ein B-34-Bomber ganz oben, so in ja, 20.000 genau, Fuß oder so. Jagd 1.
Ist das dein Ernst? Er fliegt einfach in mich rein. Was für ein Arschloch muss man sein, um einfach in den Gegner reinzufliegen? Das geht so oft. Greif den Feind an! Ah, der hat auch eine unserer Basen zerstört da vorne. B3. Die ihn fertig macht. Bin 7 Kilometer links von dir. Scheiße, der ist tot. Dann muss ich schauen, dass ich ihn kaputt krieg. Da ist eine Jagdborn, kommt auf dich zu. Das kann ich nicht ändern, ich muss die P3. Ja. Jetzt eh gleich in Schussweite. Laden nach. Scheiße, lad halt nach, die blöde Waffe. Ich versage. Ich bin tot. Jäger ist auf dem Weg auf zu mir. Diese Drecksjack! Keine Chance gehabt, gar keine Chance. Der hat mich rausgeschossen. Ich konnte keine Bombe abwerfen. Schießt ihn ab! Okay, jetzt haben wir den Flugplatz. Kommt man eigentlich zum Flugplatz und kann den bombardieren? Also da wird man noch brauchen. Muss man einfach hinfliegen oder was? Ja, auf Glück. Dass man es erreicht. Sehr gut. Aber der Arsch da oben ist halt immer noch, gell? Greif den Feind an! Fliegt einfach mal hinterher. So. Ja, ich komme da nicht hoch, das schaffen wir nie. Nee, sollen wir uns dann jemand anders nehmen, oder? Lass man da oben. Blöd halt echt. Das sind zwei da oben. So, wir haben ja. Da zwar eine Spitfire da oben, aber die A20 können wir höchstens mal. Ach komm, wir gehen auf die A20. Die ist eh schon am Bombardieren okay. Da vorne. Falsche Richtung. Achso, das warst du, Paul, oder? Ah ne, Paul ist schon hinter der A20 her. Ja, bin auch nicht da. 300 Knoten komme ich hier angerast. Aber das ist halt noch zu weit weg. Gleich kommst du ins Overspeed rein. Vergiss es, nicht mit der Kiste. Bing, 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 bing. Speed Protection. Einen Schuss noch. Wenn die noch einmal bomben lässt, dann sind wir eh verloren. Ja. Nur unbedingt verhindern. P400 ist auf dem Weg noch. Der Feind hat die Initiative! Ja, soll er kommen. Ich versuche mich abzufangen, da bin ich näher dran. Okay. Kritischer Treffer. Sehr gut. Das Hilfe. Die P400 hast du niedergemacht? Hatte gerade ein bisschen Kontrollverlust. Ich glaube, die ist nicht mehr da. Okay, der B34, der geht runter. Da kommt eine Typhoon im Affenzahn. Boah, die ist ziemlich schon dabei. Ist gut, der Typ.
das war knapp. Waren wir zwei? Ja. Ah, Paul. Ja. Nee, hey, das war's nicht du, das warst du, Kevin. Das war nicht Paul, wir haben uns geschritten. Du Zipfi, voll in mich rein. Wo ist der Airport? Ich hab's gesehen, weil ich von oben gekommen bin. Scheiße, wo ist der Airport? Der müsste... Zu spät, ich lieg schon am Boden. Aber ich hab's eigentlich überlebt. Ich lieg nur am Boden. Brauchst nur aussteigen. Bin schon. War's schon. Ja, die Schlacht ist verloren. Vergiss es. Der Feind siegt. Gegenangriff. Jetzt. Die P30 ist noch da. PE3. Ja, Bilder. Gut, diesmal hat sich der Feind als stärker erwiesen. Rückzug. Wie läuft das gerade bei uns, ja? Wölfter. Was für eine Schande. Elfter. Rück in die Schlacht direkt, oder? Ja. Absolut. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Was für eine relativ schlechte Performance. Fangen wir da mal Bombe an. Na, dann fange ich ab. Der war gut. Paul, du hast bei dir schon die neue Munition reingeladen, oder? Leuchtschwur oder sowas, je nachdem, was du verforscht. Oder erforscht. Ja. Kannst du links auswählen. Nee, die Bombe habe ich schon. Für die Bombe habe ich noch nichts. Mit was bist du unterwegs? Ich habe mir einen Bomber jetzt. Ah, nice. Welches ist dein Store? Ich würde versuchen, das hier im Nordosten anzugreifen. Nordosten, also eigentlich rechts, eins der zwei, oder? Ja, das linke davon. Okay, dann steuere ich mit drauf, dann machen wir das mit nach. Oder ihr geht beide aufs rechte und dann während dem Nachladen aufs linke, dann seid ihr noch ein bisschen vor dem Flak ein bisschen geschützt. Dann versuche ich euch den Weg frei zu machen da drüben, dann gehe ich auch nach rechts rüber. Dann nehmen wir das rechte. Oh, dann kommt schon eine P66. Ja. Eine B1 kommt auch drunter. Scheiße, eigentlich sollte ich auf die B1 gehen. Ich glaube, ich gehe auf die B1, Leute, oder? Wie du möchtest. Das ist fast, bevor ihr anfängt, unsere Ziele zu kaputt zu machen. Eine Jagdvieh ist auf Bomberhöhe. Ach, Gelsenkirchen bombardiere ich gerne. Da ist eh der erste Schein. Alter, ja, kein einziges Mal getroffen. Was soll denn die Scheiße? Die SPD-3, die hat kurz auf uns gekommen. SPD-3 ist von einem mit Spieler oder ohne Spieler? Weiß nicht. Ich würde mal zuletzt nämlich fragen. Steht ein Name dran oder ohne? Weil den gibt's, die Name. SPD-3. Name dran. Mit Name und ohne. Okay. Alter, warum treffe ich denn den nicht? Was mache ich falsch, Leute?
gleich brennt, scheiß drauf. Flugzeug ausgebrannt. Ja, zumindest habe ich einen zerstört. 1 gegen 1, fairer Deal. Scheiße. Abschusshilfe auch noch. Okay, hinter der Jagd 4. Dann schaue ich, ob ich die SPD-3 runterkrieg. Basis habe ich beschädigt, aber ich konnte sie nicht ganz zerstören. Doch, du hast sie zerstört. Ah, ist okay. Stand wichtig, sich da nicht mehr, ich bin über. Der Stand war schon beschädigt. Dann fliege ich auch mal rechts mit der Bombe los. Oh no, die Jacke ist hinter mir her. Ich bin leider 11 Kilometer weg, kann ich keine Hilfe geben. Wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davontragen. Basis beschädigt. Ach, Basis zerstört. Okay, nice. Zieh ich zum nächsten. Hast du sie zerstört, oder? Ja. Ah, cool. Mit 10 Bomben. Also. Okay. Ich komme da nicht hoch, verdammte Axt. Ich bin schon auf 17.000 Fuß und der ist einfach noch 1,7 Kilometer über mir. Kommen Sie. Ja. Kommen Sie immer näher. Kommen Sie näher. War der so schnell? Sekunden kann ich die nächste Basis angreifen. Na komm, wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Sie siegen! Ja, Bomben sind gefallen. Gehört, sehr gut. Passt. 20.000 Fuß hier. Ich bin auch auf 17.000 Fuß. Die zweite.
Versuch nur jetzt noch eine und die habe ich schon angekratzt. Da werfe ich gleich auch eine Bombe drüber ab. Ich habe jetzt gleich einen Gegner hinter mir, kann sein, ob ich es nicht mehr schaffe. Bitte, der wirft auf, ja, ich gerade. Will wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Leute, wir müssen unbedingt gewinnen, die Kiste. Sieht sich schon noch aus. Leck. Ich mach jetzt gleich noch einen Anflug, vielleicht schaffe ich es noch einmal abwürfen, dann müsste es halt. Wird zerstört. Abwurf-Basis. Kann ich auch draufballern? Beschweren Knall, glaube ich, ja. Fast zerstört. Ich glaube, ja, dieser Schatz reicht. Was macht? Ach, den Flughafen müssen wir jetzt wegmachen. Genau, wenn wir das geschafft haben, haben wir es. Gut, dann fliege ich da hin. Ja, genau. Okay. Versuche hier die Stellung zu halten. Der Flieger ist zwar. Das ist arg. Die zweite Basis zerstören hat jetzt auch Punkte gebracht. Ja, ja, das ist ja wichtig. Wichtig und richtig. Gerade will sich ein Jäger bei mir einreihen. Ich kann vielleicht eine Bombe über den Flughafen abwerfen. Okay. Eine Bombe abgeworfen. Und brennen. Die Bombe bekommt ein Flieger dazu. Hab die Basis beschädigt. Ja. Wir sind im Feind voraus. Aber es hat wahrscheinlich nicht gereicht, oder? Also wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Punkte als der Gegner. Aber es kann auch den Kills geben. Killen. Der Flieger ist leider sowas von im Arsch. Ja, das, der Flieger war nicht mehr rettbar. Ich hatte nicht mal mehr eine Engine. Auf geht's. Komm, schnell. Jäger zerstört. So klar, dass ich wieder ganz hinten irgendwo starte. Leute, die Runde gewinnen wir. Los. Geht sich aus. Ja, vorne. Cool. Sehr geil. Platzierung 8. Jetzt kann ich 6. 14. lol. Neues Profilbild gab's. Oh, neuen Motor abgeschlossen. Sehr geil. Den nehmen wir natürlich gleich einbauen. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich da die Munition ändern kann. Ne, geht leider nicht. 50k-Bomben. Ja, das sind die U88A. Ach, das stürzt Kampfbomber, Schlachtbomber, okay. Er hat dann, eine 50-Kilo-Bombe, okay. 10 Stück davon, okay. Was soll ich für eine Munition wählen? Mit Leuchtspuren oder ohne? Leuchtspur, weil die brennen. Gibt längeren Schaden am Jäger. Gut, oder Bomber, was du aufschießt. Jenny ist, glaube ich, eingeschlafen, Deadman. Ich weiß gar nicht, wie ist es, wenn du auf Bomber gehst? Was brauchst du da für Waffen? Sekunden.
Gott, Sekundärbewaffnung. Ah ne, das ist... Ne, hä? Modifikation? Ne, was habe ich da überhaupt für Waffen? Oh, ich habe da leider keine Munition für. Was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir eigentlich keine richtigen Bodenziele, gell? Ich gehe mal mit der U780. Was nehme ich denn da für Bomben mit? Ich nehme die schweren. Das Dorf. Oha, doch, okay. Wir haben doch einige Boden. Ja, hab's mir gedacht, ich nehme einen Bomber. Fangjäger wieder. Die U88. Und ich starte wieder nur in 8000 Fuß. Was soll die Scheiße? So, da ist der Paul mit einer 87. Welches Ziel wählst du aus? Ich glaube, ich wähle was das ganz rechte aus. Ich glaube, ich relativ nah, also in Anführungsstrichen. Komme ich auch mit drüber. B25 ist auch ein Bomber, oder? B34 auf jeden Fall. Hier, Paul, du bist auf jeden Fall viel schneller wie ich und höher. Ja, ein paar Fuß bin ich über dir. Ich schau mal, ob ich auf die B34 gehen kann, weil der ist ja schon da. Der geht nämlich direkt auf unser Ziel. P36 ist auch wieder da, das ist auch eine 3,3er, glaube ich. Ne, doch nicht. Der hat. Ich weiß nicht, der B34 ist einfach so ein überlegener Bomber, das ist einfach abartig. Ja, das stimmt. Der ist so schnell immer und der wirft halt direkt immer die Bomben ab, ohne dass überhaupt jemand hinkommt. Ich gleich beim Ziel. Ich werde abgeballert. Leider nicht, ich versuche gerade den B34 irgendwie. Sorry. Okay, der ist down. Ist der Ziel bombardiert? Steh unter Beschuss. Bist du? Da hinten? Na gut, da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. EBF ist da hinten. Und dann eine P36. Ich schaue mich los, bin da geworden. Versuch mal auf die P36. Da oben steht, da kommt eine TWF, was auch immer das ist. Solange es keine A10 ist, alles gut. Schlimmer. Zerstört. Wo ist der Flieger? Ich sehe ihn nicht. Achso, der ist nur noch weiter noch in der Luft, das ist okay. Verstehe. Die 38G. Scheiße, ich werde angegriffen. Oh, und ich bin down. P400 wieder. Wieder so eine dreckige P400. Ja. Oh, ärgerlich. Ich komme auch mit der 87er. Mit schweren Bomben. Der Sieg ist greifbar. Ich muss kennen. Kann ein paar Bomben abwerfen. Vielleicht kriege ich die Base kaputt. Super. Sonst bin ich schieß ich auch noch drauf. Wird aber noch ein Stück weg. Basis beschädigt. Basis beschädigt. Ja. Scheiße. Vielleicht reicht es, wenn ich jetzt nochmal drauf habe.
Oh, die dreckige P400 ist runter, sehr gut. Die Hurricane kommt mir näher, mal näher. Zerstört das Ziel. Zieht ein Visier. Heike, wie schaut es bei dir heute aus? Bist du wenigstens alleine und hast deine Ruhe beim Arbeiten oder bist du unter Aufsicht? Also dein Join in Chat, sorry, ganz vergessen, Leute. Ah. Ausgezeichnet! Gegner. Sehr gut, das eine Ziel ist down. Sehr gut. Ich fliege gerade zum östlichen Ziel hin. 16, knapp 16.000 Fuß. Catchen. Ganz linke Ziel werde ich gleich down haben, schätze ich mal. Ich unterstütze dich mit dem Jäger, ich komme zu dir. Drei Bomben sind unterwegs. Wieso nicht? Alle ausgebrannt oder Pilot abgeschossen. Eieieiei. Was kannst du eigentlich? Wie viel hast du abgeschossen? Ach, gar keinen. Keine. Versuch mal zu der südlichsten Base zu fliegen von denen. Ja, hier ist es momentan ziemlich ruhig da oben. Also Bomben abwerfen hast du es ganz gut. Es ist zerstört. Bei unserer einen Base pimmelt die ganze Zeit eine A20 rum. Versuch mal den runter, ob du die runterballern kannst. Hey, Zeus-Chef, immer noch Tier 27? Yes, Sir. Guten Abend, all. Na, wie schaut's aus? Kommst du mit dazu? Zu dritt sind wir. So, Bomben sind wieder geladen. 1 Kilometer hinter dir, gibt die Deckung. Hey, wo ist die Musik jetzt hin? Wer hat das Radio ausgedreht? Der Logo steht aber noch um. Was? Ja, Logo stell aber noch um. Ja, passt, alles klar. Ja, wir sind eh jetzt gerade noch in der Runde drin. Und der Kevin ist auch mit am Start. Gut, Bomben fallen, dann drehe ich wieder um und gehe auf die mittlere Base noch. Alles klar, du hast einen Feind, da ist noch nichts. Was bei mir ist ein Gegner, der will Party machen. Ja, dann mach das doch mal. Ja. P39. Der Party-Einladung sage ich doch nicht, nein. Eben. Klingt doch gut. Hab den Bomber weggemacht. Sehr gut. Hast du ihn umgelegt? Sehr gut. Gut. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber. Das Ding will wir alle haben, Paul. Das weißt du doch. War das zerstört? Sauber. So, dann müssen wir jetzt nur noch in 17 Sekunden. Die Bomben nachgeladen werden, aber das schaffe ich nicht mit einer Ladung, dann muss ich zweimal mit Sicherheit rumgehen. Das ist gut, es mischen sich noch einer ein. Bomben sind draußen. Bepreise ich mal und versuche wieder Höhe zu gewinnen. Wir haben die Initiative.
die Kiste fliegen kann. 22.000 Fuß bin ich schon mit der Stuka. Oh Gott, irgendwann kriegst du keinen Sauerstoff mehr und einfach Black Screen. Ich glaub's auch. Okay, die ersten Bomben. Okay, ja, das ist okay, das dauert ein bisschen länger, glaube ich. Oder die B-17 wirft da nochmal noch was rein, die da gerade. Basis beschädigt, naja, gut, immerhin. Der hat schon wieder einen A-20-Bomber. Und der darf schon wieder da einfach so frei hinfliegen. Als ob du so einen Turn machst mit so einem Bank in der Höhe. In 23.000. Ja. Eine unserer Basen wurden zerstört, Leute. Ja, weil niemand diesen A-20-Bomber abfangen möchte. Außer ich. Warte, ich habe mehr Gegner hinter mir. Drei Bomben sind wieder runter. Das war's. Beschädigt. Ah, einen Angriff brauche ich auf jeden Fall noch. Es versucht schon jemand hochzukommen hier. Aber ich glaube in der Höhe, ich bin mit fast 24.000 Fuß. Das dauert gleich eine Zeit. Unterwegs. Vielleicht wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt down. Die Base, dann werden wir wieder vorne Punkte technisch. Für uns Ziel abgeschlossen. Weißt was? Alle Boden. Ach, wir haben alle Bodenziele. Okay, die eine Basis zerstört. Sehr gut, dann haben wir nur die letzte. Das hat uns die Punkte gegeben. Oh, nice. Mission erfolgreich. Sehr geil. Juhu. Das ging aber schnell. Sehr geil. Boah, 1300 Forschungspunkte. Das bringt natürlich einiges. Ich glaube, und der neue Flieger ist fertig. Wenn man die Kampfjets hat, ist das richtig geil, das Spiel. Glaube ich. Ja. Glaubt, die ersetze ich jetzt gegen die U, oder? Ne, den Bomber will ich eigentlich dahin haben. Was erforsche ich jetzt als nächstes? Langstreckenbomber. Was soll ich hier als nächstes nehmen, frage ich mich. Die Frage, ob das Sinn macht, auf die A4 zu gehen, eigentlich nicht, oder? Die du hast, ja. Die ist nicht schlecht. Ja, was ist der Vorteil zur normalen A4? Muss die gerade nochmal nachlesen. Die hat mehr Waffen mit dran. Bekämpfung dann sozusagen. Ja, also Verteidigung, glaube ich, ist hier. Leute, eine Runde mache ich noch, dann bin ich aber weg. Was? Jetzt schon? Yes. Muss auch bald wieder raus. Nee. Um 5:30 eigentlich schon wieder. Macht man doch nicht. Ja, blöde Angewohnheit. Mit dem Arbeiten. Ja, echt, also mit dem Arbeiten, da verdirbt man sich nur einen ganzen Tag. Das muss einfach deinem Chef sagen. Scheiß Chef, ey. Scheiß Lotto, hab immer noch nicht gewonnen. Was? Wieso nicht? Das ist nix, Mobbing ist das.
Sauerei, sag ich jetzt mal. Rassismus ist das. Diskriminierend. Gegenüber meinem Konto. So. Dein Chef ist dafür verantwortlich. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch die Besatzung noch aufpushen. Na, geht noch nicht. E-Toleranz geht auch nicht. Bombe, was wir nicht gemacht haben, ist bei den Panzern, dass du immer so eine Videosequenz siehst, wie du das Projektil eingeschlagen ist, wo du den Schaden gemacht hast. Ach so, ja, ja, das ist geil gemacht. Rechts oben, gell? Ja. Das ist cool. Aber das hast du hier ja auch, wenn du hier angreifst. Nur gar nicht aufhören. Doch, hast du hier auch. Also wenn du auf Panzer schießt mit dem Flugzeug. Ach so, ja, da, ja, stimmt, dann schon. Ihr habt das Start gegen Flugzeug. Nee, 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 das nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Pilot, oder? E-Toleranz? Denn wenn ich nicht so schnell kaputt gehe. Geht hier? Höher kann ich hier nicht gehen. Dann gehen wir hier noch auf die Treffsicherheit und die Schussdichte. Macht auch Sinn. Sehr gut. So, die U. Da müssen wir auch gucken, dass die Treffsicherheit. Weil die sind eh schon. Wieso kann ich da jetzt mehr wie 1 ausbilden? Wieso kann ich da jetzt auf 1,5 gehen? Stufe 6. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, wie das funktioniert. Da bin ich schon auf. Bringt Wachsamkeit. Lieben, ich gehe jetzt auch noch in eine Haie. Noch optimale Kampferfolge. Danke dir, Gassi. Dankeschön, Dankeschön. Gut, bist anwesend. Natürlich ist Mikey anwesend. Was denkst du denn? Ist das jetzt mal so, wie es ist? Die Besatzung hat 168. Was hat die? 152. Ah, sehr geil. Dann kann ich das hier hochschrauben. Was bringt denn das hier auf Ziel? Seiten der Geschichte April. Keine Ahnung. So, dann schauen wir mal, dass wir den Soßenchef noch einladen. Wo haben wir den denn? Da haben wir ihn ja in die Staffel eingeladen. Sehr nice. Mal gucken. Einladen bitte, der Herr. Habe ich gerade eben, just in a moment, bevor du es mir gesagt hast sogar, rausgeschickt. Soßenchef, da haben wir jetzt auch noch einen richtigen Krieger mit im Start. Zeigt uns, wo es lang geht. Das sage ich euch aber. Das ist so einer der Kandidaten, die immer hier die ganzen Flugzeuge vom Himmel holt. Okay. So einen kann man gebrauchen. Da die Geschwindigkeit höher ziehen beim Bomber, das wäre auch schon gut. Ja, mal ein paar Leute, die was treffen, oder? Mhm. Im Gegensatz zu mir. Paul, hast du deine Besatzung schon ausgebildet? Ja, das Besatzung. Und ich habe halt nicht so krass, aber ein paar Punkte habe ich schon. Gegen zum Beispiel G-Toleranz oder... Ja. Das habe ich auch gerade nochmal nachgerüstet. Was mache ich denn eigentlich mit der Besatzung hier jetzt? Ja, die Toleranz noch eine Stufe hoch. Warum? Das ist mit Sicherheit kein Fehler. Als Jägerpilot. Ja. Okay, verbessert. So, Herr Soßenchef, wie schaut's aus? Wie weit ich habe konvertierbare FP 38.000. Ich könnte damit die Beschleunigung, die Forschung beschleunigen. Macht das Sinn? Nee, ne? Irgendwelche konvertierbare FP-Forschungspunkte, 38.000. Geht das? Konvertier-Forschungspunkte, 120.000, stimmt. Was ist das? Was kann ich damit machen? Forschung beschleunigen. Da kann ich Panzer beschleunigen. Ach, Luftwaffe. Oha, okay. Ach, das sind freie EP, oder? Vielleicht. Also wenn du Gold hast, ja, das sind die, wo du gekauft hast, die Währung. Nee, die habe ich hier oben auf der Glühbirne. Ach so, okay. Ja, das kann das sein. Ja, doch, hast recht. Die habe ich noch gar nicht eingesetzt. Da könnte ich ja jetzt richtig durchleveln.
Weiß ich gar nicht, was ich da machen soll. Da bin ich jetzt komplett überfordert. So, unser Chef, wie schaut's aus? Wie weit bist du? Sag mal denn, Mensch. Jetzt der Brite, er macht hier einen auf Brit mit The Spitfire, Typhoon, Hurricane, Wellington als Bomber. Oh, das, der ist echt böse. Der Wellington-Bomber, der ist auch richtig böse. So, auf geht's. Was? Warte mal. Noch? Ach, du bist ja. Ich habe gerade ein neues Flugzeug freigeschaltet. Oha, welches? Warte mal, wie kann ich denn hier das, warte mal, das packen wir... Ah, Collins, CR-42CN oder was? BF-109E. Okay. Wenn diese McCollins... Nie gehört. 2,3, oder? Wertung. Es gibt auch Eventfahrzeuge hier. Ein Strahlenjäger. Ich kann auch jetzt schon eine ME-262 hier erforschen. Ja, da bin ich auch schon nebenzu dran. Da bin ich schon relativ weit sogar. Echt? Aha. Ja, aber das bringt halt auch nicht nur einen Flieger, oder? Ja, ist schwierig. Dann hast du halt in der 7,3-Klasse bloß einen Jäger, ja. Aber wie viele Erfahrungspunkte brauchst du da? Schon ein bisschen was. Sind das die 320.000? Wäre möglich, ja. Boah, das kannst du ja. Das ist ja. Das dauert, weiß ich gar nicht. So, 10 Bomben. Was haben wir da? Haben wir da was zum Bombardieren? Ich probiere mal einen Bomber. Ja, Hammer. Ja, 10. Probieren wir mal, was der kann. So ist ein Chef. Spannend. Dann zeig mal, was du kannst hier. Geh aufs linke Ziel, das ist besser dran. Das linke? Ja, ich glaube, das ist immer näher. Das sind wir dabei. Bestätigt! Zerstöre alle Bombardierungsziele. Naja, was denkt der, was ich vorhab? Gib mir Deckung! 10 Bomben. Ah, ich habe sogar ein MG. Das ist ja nice. Ja. Was für andere Waffen haben wir hier mit am Start? So Defensivwaffen sind da mit dran. Wenn jetzt ein Jäger kommt, schießt der Bombe automatisch. Ja, gut. Das haben ja andere auch. Ja. Servus. Servus. Guten Abend, Dian. Hallöchen. Na? Auch noch kurz entschlossen? Ein paar Runden hier die Lüfte unsicher zu machen. Du schon wieder so steigst, deine U. Ich gebe alles, was in ihr steckt. Ein bisschen aus diesem herumfliegenden Blei hier zu entweichen. Vielen bisschen. Gut, nach da bist du mit der Hurricane unterwegs. Nice. Ich wollte eigentlich. Hast du 317 schon ausprobiert? BTU, ja. Ja, gut. Rausgeschmissen hat es mir halt die ganze Zeit, wie alle anderen auch. Die Anfangszeit, gell? Ja, ich bin ja Anfang an schon dabei bei der BTU immer. Ich war bloß kurz mal drauf auf die BTU. Das ist eine HE-111, die kommt, aber gut, da ist... Was ist beschädigt? Ich setz euch die mal als Angreifer. Was kommt da? Was schießt da von unten? Von unten kommt eine... Ne, das kann nicht sein. Wo ist sie? Eine I-16 kommt. Ja. Wo ist sie jetzt? Was ist unter dir? Okay.
Die Basis ist kaputt gestört. Ja. Paul. Zur nächsten Basis. Genau. Gut gemacht, Paul. Okay, jetzt bin ich gerade da. Basis zerstört. Ich wollte auch gerade umdrehen, aber ich habe gerade die nächste, dann ist sie nicht. So, greift mich an, ist jetzt selber down. Sehr gut, sehr gut. Ich muss aber 6 Minuten nachladen. Das ist ein bisschen viel. Echt? Like du. Ich hab 30 Sekunden. 17, ja. Gut, dann gehe ich auf die rechte, auf die mittlere Basis. Beziehungsweise, nee, dann drehe ich auf die. Ich drehe ganz auf die rechte rüber. Pass auf, da kommt eine P38 auf dich zu. Aero? Ja, ich hab's gehört, aber. Was soll ich tun? Außer steigen. Der Feind hat die Initiative! Ja. Steigen. Jäger an mir dran. Gibt's, glaube ich, auf, oder? Was macht der? Er sinkt. Er geht wieder runter. Basis beschädigt. Ja. Dann gehe ich auf die mittlere jetzt mal, weil da habe ich schon das Heading drauf. Beziehungsweise negativ, ich drehe doch auf die rechte rüber. Oh, ich krieg Besuch. Ganz auf die östliche. So weit unten, wenn du bist, kriegst du ja die Jack 1 ab. Du? Geht's gleich auf den Flughafen. Wenn der Flughafen down ist, ist das ganze Spiel vorbei. Ach, den können wir direkt kaputt machen? Ja, ja. Okay. Gut zu wissen, dann mache ich das. Ich hätte ihn jetzt nochmal zu dem einen noch schnell rüber. Dann probiere ich mal mein neues Flugzeug aus. Die BF, die E, yes. Die E1er, oder? Ja. Die, ja. Bomben sind runter. Da auf das linke. Beziehungsweise dann, wenn wir den Airport direkt bombardieren können, dann direkt auf den Airport. Muss ich da auf die einzelnen Flakgeschütze oder reicht es einfach zentral drauf? Na toll, Pilot ausgeschaltet. Nee, zentral, einfach auf die Fläche. Ja, die Bomben sind halt noch unterwegs. Basis beschädigt. Bin nur zur Hälfte, kriege ich sie down. Knapp. Auch gleich dabei, Bomben abzuwerfen. Ich komme gar nicht so weit. Gut, dann mache ich jetzt das auf den Flughafen drauf. Das wusste ich gar nicht, dass das reicht, wenn man den Flughafen bombardiert. Das ist ja nice. Ja, schön auf die... Die Bahn halt drauf, die Landebahn, oder? Ja. Und dann Tower und dann war's das schon. Okay, 10 Bomben fallen. Sehe ich glaube von hier oben gar nicht. Aber eher mittig, gell? Okay. Eher mittig auf jeden Fall. Die Bahn meinst du, oder? Ich komme hier gar nicht raus. Aus dem Spawngebiet. Echt, sind sie so hart, oder wie? Mig 3 etc. Schön der Bahn entlang ins Bomben runterlassen. Sofort, jetzt! 10 Bomben sind auch wieder unterwegs.
Wo sind die ersten schon ankommen? Ja, ja. Stand nur dran, Basis beschädigt, aber keine Ahnung, wo man ran sieht, welchen Zustand die Basis von denen ist. So, die nächsten Bomben sind gefallen. Ich sehe nichts. Man sieht halt nie, man sieht halt den Gesundheitszustand nicht von dem Ding. Der Base, völlig. Ja. Wo? Da der Ring, der weiße Ring. Also umso weißer. Nee, das ist ja das nebendran. Der Flughafen wird ja erst freigeschaltet, dachte ich, sobald die anderen Basen alle zerstört sind. Steht ja auch da dran, wenn das gemacht hat. Wie wundert. Ja, dann. Ich habe eigentlich gemeint, die Base ist das, der Flughafen. Ihr macht sie schon. Wurscht, die andere, die rechte oder die hinterste Basis, die müsste jetzt fast komplett down sein. Ich habe gerade noch 10 Bomben draufgeschmissen. Schädigt? Na, super. Dann lasse ich nochmal 2 Bomben drauf. Ja, auch Geschichte. Moinsen Kreuzkopf, servus. Es geht. Herrscht hier Schluckenkampfer? Mir, ja. Gut, die Basis ist auf jeden Fall down. Dann mache ich die nächste, die noch komplett im Zustand ist. Basis zerstört. Der Typ C. Sind von mir. Endlich Flugzeug zerstört. Sehr gut. Gleich über dir. Nice, Kreuzkopf. Viel Spaß dir und viel Erfolg. Gut Schuss. Aber nicht gegen uns, gell? Hör mich aus, Blisser. Jetzt ist die andere Basis, müsste auch zerstört sein. Den Bomben sind unterwegs. Nicht ganz. Hier noch einen Angriff starten. Macht die Basis kaputt, ich glaube, wir verlieren sonst. Ich gebe alles, was ich habe. Okay, die eine ist kaputt, dann versuche ich jetzt noch den Airport. Die andere ist noch da. Eine ist noch da. Warte. Die Fracht ist nur noch nicht ausgeliefert. Viel Zeit jetzt haben wir noch. Aber ich steig was hoch zu dir. Ich schau mal, ob ich mit dem Viewfinder hochkommt.
Also die Basis zerstört jetzt noch den Airport. Den habe ich vor mir. Musste mir Asche auf mein Haupt gestern mal die A10 gönnen. Was? Du hast die echten A10 gegönnt. Alter, wie geil. Und wie ist sie? Kann die was? So, Basen zerstört. Scheiße. Okay. Kommt unterwegs. Lade nach. Ah, scheiße. Wir müssen die Situation halten irgendwie. Die letzte Basis muss gehalten werden bei uns. Eng. Wir müssen nicht hierher. Schaut, dass ihr die Basis haltet. Ist die zerstört? Basis zerstört oder was? Beschädigt? Nee, nee. Unsere Basis nimmt kein Schwein gerade. Kein Bombe in der Luft von denen. Ja, dann so wenig Restenergie. Du bist unser einziger Bomber, der in der Luft ist. Ich hab. Und du wirst noch in Ruhe gelassen da oben. Die nächsten 10 Bomben sind unterwegs. In Auslieferung sozusagen. Muss halt immer sehr tief anfliegen. Wenn dich die F4 sehen, wird's knackig. Ah, okay. Na ja, gut, aber das Ding fliegt bestimmt nicht schlecht, oder? Beschädigt. Oh, das dauert aber echt ewig. Die kriege ich alleine, glaube ich, gar nicht so schnell down. Nächsten Bomben sind unterwegs, aber das schaffen wir nicht mehr. Das sehe ich nicht. Geht dich. Den Sturzflug, vielleicht kann ich nur ein Flugzeug zerstören oder so. Das ist halt mega, aber schnell ist das Schweinchen halt nicht. Naja, das ist ja nicht gebaut. Schade. Schade, schade, Schokolade. Sehr schade. So, wie habt ihr Fahrzeugforschung bekommen? Nicht viel. So, Freunde der Nacht. War's das schon, oder wie? Yes, ja, ich schließe mich auch an. Wo ist das also? Na gut. Wenn ihr meint, dass es denn unbedingt notwendig ist. Yes. Ja. Also du arbeitest für mich morgen. Schiff immer zuerst. Ja, das stimmt, das stimmt. Na gut. Allen eine gute Nacht. Tschüss. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Macht es gut. Job. Danke, ciao, ciao. Ja, dann müssen wir halt das Schiff alleine am Fahren halten. Kein Problem. Schmeiß ich die aus der Staffel raus. Weg damit. Na gut, weiter geht's. Also absoluter Lieblingsflieger, die A10. Ja, die ist schon cool. Also, ich liebe ja die F-22 als Kampfflugzeug. Die ist halt richtig geil. Aber die gibt's halt nicht. Oder? F-22, das ist zu neu. Das haben sie nicht.
Weiß gar nicht, bis zu welchem Jahr gehen denn hier die Fahrzeugauswahl? 70er Jahr, 60er Jahr. Okay. Phantom, glaube ich, ist. Aber die ist ja lang geflogen. Wann ist denn die A10 das erste Mal rausgekommen? Die A10 ist 62. 68, das früher. Erstflug 72. 10. Ehrlich, Mai 1972. Die ist früher, ja, 100%. Fairchild Republic A10 Thunderbolt 2. Ja, die vielleicht, ja. Nee, die ist früher raus. Ich habe ja nur Wikipedia. Ist früher. Gibt es eine zweite noch? Was ist ein Lockheed, oder? Lockheed. Thunderbolt. Na, hier steht Fairchild Republic. A10, das Warzenschwein, ist doch früher. Aber nicht. Von 38, Steiner, servus. Hallöchen, danke für die Info. Ich komme als erstes mal, mit was komme ich denn? Mache ich den Bomber oder die Abwehrjäger? Und dann mache ich dir Wingman. Und, ja, ich glaube, ich mache die U-88 als Abfangjäger. Kommst du dann, oder mit was kommst du? Viewfighter mache ich Abfangjäger. Okay, sehr gut. Dann schauen wir, dass wir uns ein paar Bomber schnappen oder sowas. Von 1936 bis 1970, okay. Danke für die Info. Cool. Gut zu wissen. Was? Ist die Fahrzeugauswahl im Spiel bis 1970. Die A10 hätte ich gesagt, dass sie nicht 72, die ist früher schon raus. Ich sage ja nur das, was Wikipedia sagt. Ich weiß es jetzt einfach nicht. Ich habe im Bericht erst vor kurzem erst gesehen. 68 oder was ist die schon? Das ist mal gucken. Oder in Auftrag gegeben. Irgendwie so war das. Das Waffensystem wurde Flugzeug umgebaut. Ja, richtig, so ist es. Andere Flugzeuge haben eine Waffe und bei der A10 hat die Waffe ein Flugzeug. Bist du schon in der Luft? Weil ja, ich bin schon. Ich bin rechts neben dir. Beziehungsweise ich bin unter dir, rechts unter dir. Ich bin schon auf 14 Bit. F12.5. Die Frage ist, auf welchen Flieger gehen wir denn? Ja, hoch. Was? Du musst jetzt erstmal hoch und nicht irgendwie grad, sondern leicht Scheps wäre besser, also nach links hoch. Auf Höhe, weil ich merke schon, da gehen welche auf dich oder was. Ich bin ja eh kein Bomber, ich bin ja auch wie du ein Abfangjäger. Naja. Ich habe keine Bomben. Ich habe keine Bomben. Ich bin nur ein Abfangjäger. Der Europa ist auch in den 70er in den Plan gegangen. Er hieß erst Jäger 90, das weiß ich. Mein Onkel hat den nämlich mitgebaut. Also mitgeplant, nicht produziert, sondern mitentwickelt. Er ist erst Starfighter geflogen und dann war er aktiv in der Planung vom Eurofighter beteiligt. Ja, ja. Scheiße, ich brenne schon. Die Engine ist down. Ja, Eurofighter ist ein tolles Schiff, tolles Flugzeug. Scheiße, ich glaube, ich muss, ich schalte mal meine Engines ab. Vielleicht hört das Feuer drauf. Ah, scheiße, ausgebrannt. Okay, ich bin down, aber ich habe zumindest einen runtergeholt. Das hört sich komisch an. Also, was mache ich denn, wenn der Flieger anfängt zu brennen am besten? Was gibt's für Möglichkeiten? Löschen mit Wasser. Hast du eins dabei, oder wie? Jetzt zumachen können. I drücken, habe ich gemacht. Ich habe die Engine schon abgeschaltet. Zu wenig Erfolg. Hast du eigentlich Bomben dabei bei dir, beim BO-Falter? Nein, leider. Bei dem nicht. Bei dem muss ich nicht ausstatten.
Flugzeug da. Aber das ist nur so ein Bot. Für die Bots, wenn du die abschießt, kriegst du ja nicht mehr Flugzeugabschüsse, gell? Das kannst du dir komplett sparen. Okay. Kommt denn da? Okay, ich gehe mal auf die P2. Glaube ich, ein Bomber. Ah, das war ein paar Abschüsse. Motoren ausmachen, hoffen, dass es reicht. Ich habe es versucht, aber es hatte leider nicht gereicht in dem System. Ja, Eurofighter ist ganz nett. Auch wenn er halt schon alte Technik ist, also. Mittlerweile, ja. 15 Jahre alt. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind. 20 Jahre. Hat er schon puppelt. Ach, der ist wohl auch schon älter, ja. 20. Zumindest. Das ist schon nice. Das ist die B34. Die B34 ist so OP. Ja, ja. Aber der Pewfighter schießt hier ab. Ja? Problemlos abgeschossen. Das heißt, du oder deine Insassen? Ja, ja. Nee, nee. Pewfighter ist. Okay. Geh ich noch mit B40. Was kann die denn? 40? Ah, ich bin down. Einfach Pilot ausgeschaltet. Schöne Scheiße. Ah, Su-35 wird auch spannend nächstes Jahr. Vorweg, mir geht es rein um die Technik, um die Vergleichbarkeit mit anderen Flugzeugen. Um nichts anderes geht es uns doch, oder? Wir machen doch keinen anderen. Nein, jetzt habe ich. Falsche Waffen gewählt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es. Es hat zwar geklickt, aber ich weiß nicht, ob es ausgewählt hat. Wir machen wieder einen Raffle. Ausrufezeichen Join in den Chat, Leute. Eine Runde Ausrufezeichen Join in den Chat und 5000 Panteras absahnen. Stürzen wir hier ein bisschen. Ich versuche mal die linke Base hier ein bisschen zu schützen. Hä? Ja, ja. Ich doch. So, wer gewinnt? Wer gewinnt? Kreuzkopf ist auch mit dabei. Mikey, Deadman. Und Kreuzkopf und ich, sehr nice. Glückwunsch, GG. BP400 und B109. Unterstützt mal die Focke Wolf hier. Was auch immer hier eine Focke Wolf zu suchen hat. Wenn wir eigentlich nur eine kleinere. Kleines Level für. Ach komm, 3 gegen 1 ist echt unfair. Na gut, die gehen jetzt natürlich alle gegen mich. Na toll, Pilot ausgeschaltet. 4 Schuss. Flieger noch tipptopp im Schuss. Oh, da könnte ich ja schon wieder die Krise kriegen, das sage ich euch aber. Komm ich jetzt mit dem Bomber zu mir? Wenigstens Ruhe. Oh, da kriege ich echt die Krise. Der zweite Flieger, wo ich nach wenigen Schuss mir einen Piloten ausgeschaltet habe, wo der Flieger tipptopp gewesen wäre. Was kann ich da dagegen machen, bitte? Sie schießen in mir jedes Mal den Piloten raus und ich denen aber nicht. Das verstehe ich halt nicht. Der Eurofighter könnte ohne Bordcomputer gar nicht fliegen. Nee. Ohne Bordcomputer unsteuerbar. Das geht gar nicht. Wegen dem Delta-Flügel. Genau. Ich schau's. Du bist im Typhoon. Ach, bist eben im Typhoon unterwegs. Eurofighter Typhoon, oder?
sozusagen. Sozusagen, bloß dass ich einen Propeller habe. Ach, was gleich jetzt? Sei doch mal nicht so kleinlich hier. Ja, und das falsche Zeichen drauf habe. Hat dich bewegt, die Japaner zu spielen? Die spiele ich aber heute nicht. So, was spielst denn du? Ach nee, du bist Briten. Heute bin ich Englisch, ja. Oh, ganz Englisch heute, unterwegs. Heute bin ich halt also royal. Gibt's ein Filmchen bei YouTube, Focky Wolf gegen den Mustang. Alter, mit Kopfhörer bekomme ich Gänsehaut. Ja, die Mustang hört sich geil an. Ich weiß, also ich finde, die Mustang hört sich also vom Klang her einer der schönsten Flieger. Vom Klangbild her jetzt, reines Klangbild. Was ist denn die Typhoon für ein Flieger? Welche Art? Ja, Abfangjäger, aber etwas größerer, ja, größerer. Also die Engländer haben ja wahnsinnige MGs in die Flügel drin, also ist schon OP für dieses Spiel. Und auch die Russen sind auch OP für das Spiel hier. Ja. Ich habe zwei 500 Kilo Bomben unter die Flügel jetzt auch noch dabei, zwei Stück. Wenn du bombardierst, versuche ich ein bisschen Beistand zu leisten. Ja, also ich hab mir vorhin schon gedacht, vielleicht war es keine gute Idee, mit den Deutschen anzufangen, weil das ist irgendwie. Ich fühle mich immer irgendwie unterlegen. Von den Flugzeugen her im Vergleich zu der auf der gleichen Stufe fliegenden anderen Fliegern. Siehst du das? Naja, also ich. Die Deutschen habe ich bis auf 5 oder 6. Also da habe ich schon die ersten Strahlenflieger hochgespielt. Und dann habe ich mit den Engländern angefangen. Nein, die Amerikaner, dann mit den Engländern. Da muss ich echt sagen, also ich habe die Russen durch, ich habe die Amerikaner durch, aber nicht ganz natürlich, alles so Tier 3, Tier 4. Ja. Die Japaner, das sind die, die am niedrigsten sind. Ja, da muss ich echt sagen, die Engländer sind schon wendig wie Sau und die sind echt OP von der Bewaffnung. Ja. Na toll, keine einzige Bombe abgeschmissen, verdammt. Ist angeschmissen, aber die sind noch nicht angekommen. Nervkatze. Welche Stufe willst du die Deutschen einsortieren? Also von der Reihenfolge her? Was sortieren? Von der Stärke her, von den Fliegern her. Im Vergleich zu den anderen. Auf die Klassifizierung gesehen. Ja, Platz 3 sage ich jetzt einmal. Also die Engländer sind schon stark, die Russen sind auch sehr gut. Also jeder hat sein Für und Aber. Auch die Deutschen haben sein Für und Aber. Aber vom Spielflow her sind echt, also die Japaner sind wahnsinnig wendig, wahnsinnig schnell und verdammt gut im Steigen. Dafür ein bisschen niedriger von der Bewaffnung her, also gleichgestellt mit den Deutschen. Die Engländer und die Amerikaner haben wahnsinnig viel Feuerkraft. Die Amerikaner, die gehen tauchen sehr stark, sind schnell, aber steigen eher, ja, es kommt drauf an. Also es gibt Flieger, die können gut steigen, es gibt Flieger, die steigen halt nicht so gut bei den Amis. Und die Engländer, also wenn einer Warsander anfangen, soll er mit den Engländern anfangen. Ganz ehrlich. Dass er Punkte macht. Mal.
Hätte ich das nur irgendwann mal mir jemand am Anfang gesagt, weil, oh mein, ich sag's dir. Ich aber das ist alles schon so lange her jetzt, weil ich spiele das Spiel als raus. Ich kann ich mal nicht rauskommen. Wo 10, 2, 12? Mittlerweile gibt es ja Chinesen, sehe ich gerade. Die Italiener gab es vorher auch schon. Franzosen. Habe ich alles noch nicht hochgespielt. Schweden. Israelis. Aber spielt ja gerade die Franzosen? Hä? Wer? Der Schreiber. Oh. Ne, warte mal, oder? Wer war Franzosen? Ne, was? Der Schreiber doch. Ich glaube, der macht die Franzosen gerade hoch. Naja, weiter. Jetzt ist es eh zu spät, jetzt habe ich eh schon angefangen. In Schweden hast du am schnellsten Hide hier. Ja, das ist eigentlich gar nicht so mein Ziel. Ich hätte eigentlich. Also klar möchte ich irgendwann mal mit einem Jet rumheizen, aber. Ein ausgewogenes Spiel fände ich ganz cool. Wenn du nicht beim ersten Schuss jedes Mal aus deinem scheiß Cockpit rausgeschossen wirst. Der Flieger tadellos, einen Schuss quer durch die Scheibe hier, genau. Und dir zwischen die Augen rein. Das ist halt echt nervig. Sag ich so, wie es ist. 80. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Augen auf die Karte. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Reit schon mal hier. Negativ. Bestätigt. Wo wollen Sie denn hin? Also ich habe jetzt einen Bomber. Du hast einen Bomber? Schön. Ah ja, ich sehe es. Du bist 5 Kilometer über mir. Oh, die Wellington, das ist halt... Das ist auch so ein OP-Bomber, wie die B-34, finde ich. Das Pappmaché-Teil? Weiß ich nicht, ist der das Pappmaché? Ja, ist im Zweiten Weltkrieg war das so, die U-Boote haben den Zulauf der Produktion der Engländer ja sehr massivst mit Leidenschaft gezogen im Zweiten Weltkrieg und dann ging halt Baumaterial für die Flieger um. Da hatten dann nicht mehr so viel Material dafür und dann haben die angefangen aus Holz halt diese Wellington zu bauen. Okay. Und mit Papier-Maché halt dann Spannbüchern sozusagen dann zu überziehen. Okay, haben sie mein Flieger ist tot. Die Engländer einen massiven Bomber halt kriegt. Relativ gut ist. Teile halt aus Aluminium und Teile aus Pappmaché und Holz. Das war jetzt nervig, da hätte ich mich jetzt... selber schuld gewesen jetzt. Das war selber schuld. Aber ich bin erst auf 15.000 Feet. Ich bin auch gerade mit dem Bomber unterwegs. Schau mal, ob ich ein bisschen abholen kann zu dir. Du, die ist lahmarschig. Der Feind ist dabei zu gewinnen. Wie schnell bist du unterwegs? Wie hoch? Ja, langsam. Jetzt wird es knapp 16. Speed? 100 Knoten. Ah, okay. Na, dann schau mal, dass ich dich aufhole ein bisschen. Hat die Wellington einen MG? Ja. Hinten, vorne, links, rechts. Nur ich unten nicht. Ah ja. Und direkt oben. Weil du als Bomber ja von oben so viel mit Gegnern zu befürchten hast, gell? Das macht halt auch viel Sinn.
Abfalljäger schon. Der Start ist ja immer sehr viel höher wie alle anderen. Machen wir wohl. Ich hab gerade mal ein paar Bomben abgeworfen. Da war unter mir was. Ich weiß nicht, ob sie treffen. Ja, da war ein Flachs oder sowas. Ja, als Bomber kann man schon Punkte machen, ne? Meine, kann ich dir noch nicht sagen, weil... noch habe ich keine. Leer. Was hast du für Bomben? Wie viele? 350, 12 Stück. Ich weiß gar nicht, was ich bis jetzt habe. Kann ich eigentlich schauen, wie mein Flieger ausgerüstet ist? Jetzt noch? Nee, oder? Oh scheiße, eine A29 ist unter uns. Wir verlieren! Ja, du bist aber schon über 20.000. Da passiert dir gar nichts. Nicht, dass sie so hochkommt. Oh, die passiert kommt schon. Gar nichts. Bei 20 passiert dir gar nichts. Sie dreht ein. Sie fliegt weiter. Ja, gut, dann holen wir die Bomben mal raus. Ich schmeiß dich jetzt gleich von meinem Schoß, echt. Hört die Miezi? Naja, mei, die trampelt auf mir rum, ey. Das kenne ich. Tapseln, tun sie, tapseln. Ganz wichtig, tapseln. Mach Fellpflege, komm, mach jetzt Fellpflege. Ist doch süß. Ich will doch auch nur eine Zuneigung haben. Von ihrem Dosenöffner. Hast du noch irgendwelche Bomben, die du da noch dazu werfen kannst? Weil das ist zur Hälfte jetzt beschädigt. Weiß die ganze Zeit. Na komm schon. Gott, jetzt bin ich genau über dem Ziel, dass ich die Bomben nicht abwerfen kann, ich sag's dir. Ich glaube, wenn wir jetzt diese Bases haben, ist es, glaube ich, nicht die Mission. Oder? Guck. Nicht? Also ich habe jetzt die Hälfte weggenommen. Das unter uns kommt auch gleich nochmal. Die andere mache ich jetzt leer.
So, dann sind auch nochmal 10 drauf. Das heißt, der ist auch down. Das heißt, jetzt zum Airport von denen. Bin ich weit runtergekommen, bis auf 14.000 Fuß. Also, sein Join in den Chat, da hat die Mikey wieder einen Raffle gestartet. Sehr nice. Basis zerstört, sehr gut. Da kommt er mit einem Affenzahn, kommt er hier an. Ja, bist du deppert. Da kommt eine Typo. Ja. Ja, steig, steig. Ja. Geh auf 20. Ja, das sagt er so einfach. Ah, die geht runter. Schau, dass du hochkommst. Hier die ganze Zeit, ich bin immer auf Vollgas. Naja, Mikey, das sind meine gewesen dieses Mal. Gas nach Gas los. Ich kann auch die Bomben abschmeißen, dann steige ich besser. Scheiße, den wird unseren Typen da unten wieder erledigt. Hast du schon runtergehauen? Mhm. Hinter uns ist auch noch der Ding, oder? Da sind eingeschlagen. Aber der braucht halt schon viele Platz, oder? Irgendwie. Verstehe ich gerade nicht. Doch, das hat der vorhin auch gebraucht, ewig. Ich habe halt auch nur kleine Bomben, gell, also. Kannst halt auch vernachlässigen. Entschuldigt. 20 Punkte nimmt das auf. Ah, jetzt hat 220. Was soll man machen? Wir haben eine Niederlage erlitten, ja. Männer. Zurück zur Basis. Scheiße. Nicht so effektiv. Jetzt einen neuen Motor. Same. Probieren wir unser Glück halt nochmal. Das ging jetzt flott. Bodenangriff, Modstock. Zeigt die Ziele zerstören. Vielleicht sollen wir auch zuerst mal die Bodenziele da vernichten. Ich weiß es nicht. Sag mal, Error. Hm? Was ist es mit der ganzen. Mit dem ganzen Umschwung und ja, CO2, Flugzeuge. Wo glaubst du, geht so bei euch in der Flug, also schon in der, ja, Flugindustrie der Weg hin? Erneuerbare Treibstoffe oder? Ich glaube eher ja in die Richtung. Bei Elektro kannst du bei uns komplett vergessen, weil das Problem ja, das, ist ja. Gewicht. Gewicht, Gewicht, Gewicht.
für jede Tonne, die wir an Treibstoff mehr mitnehmen, aufgrund von, keine Ahnung, Extrasprit, Alternate, Airport oder verlängerte Flugstrecke, verbrauchen wir halt nochmal 80 bis 100 Kilogramm von dem mitgebrachten Sprit, nur um ihn von A nach B zu transportieren, bis du ihn letztendlich dann brauchst. Also da siehst du, wie viel Gewicht, wie viel Verbrauch das ausmacht. Deswegen ist Gewicht ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Was hältst du von Fesselballons, beziehungsweise von Luftschiffe, Hindenburg? Für die Airline-Industrie wenig effektiv, oder? Ja, weil es länger dauert, ne? Ja, aber ich meine, kommst ja nicht von A nach B. Kannst ja nicht damit über. Ja, weißt du, wie schnell die Geschwindigkeit von denen ist? Halt 30, ja, 40 Knoten oder sowas, und wir fliegen halt mit. Schneller ist. Fliegen halt mit reine Airspeed. Rechnen fliegen wir halt mit, keine Ahnung, 250, 260 Knoten. Das kannst du halt nicht. Okay, lass ich mal eingehen. So, du kommst halt da nicht in einem Tag von A nach B. Aber ich sage jetzt mal, verlassen oder so, ja, das schon. So verkehrt gar nicht. Ich war einer derjenigen, der in Cargolifter Aktien gekauft hatten. Damals. Hast du? Sagt dir das was? Ja, ja. Wäre eigentlich dafür gedacht, um die Airbus-Teile abzuschiffieren, aber der Herr Bölko hat sich doch für den Beluga entschieden. Also, ich werde hier richtig angenommen. Bitte? Ich werde hier gerade richtig angenommen. Scheiße. Und schon steht. Hat irgendjemand geschießen hier? Von lauter Bomber. Hey, hör auf zu schießen. Viel Geld verbrannt in diesem Cargo-Lifter. Ja. Oder war es der Jung, dass du da noch Geld investiert hast? Ja, ja, da war ich. Gut. Ich habe davon nicht abgehalten. Und früh einen Aktionsgeist. Ja. Die Idee an sich von Cargo Lifter ist halt schon gut. Und ich glaube, das ist noch immer nicht tot. Das ist immer noch nicht tot. Ja, schauen wir mal. Aber ich weiß nicht, ob da nächste Zeit noch was reinkommt oder rauskommt. Kommunizieren an. Die Vermizi. Jetzt wird's Dauergemaunze. Oh, ich mag auch endlich wegwachsen. Aber
leider nicht möglich. Ja, weil du da bist, ist scheiße. Bitte? Wenn du keine Zeit hast und nicht da bist. Na, darum geht's nicht. Es geht. Also, darum geht's jetzt natürlich auch. Aber es geht immer darum, dass meine Freundin Lange eben das entwickelt hat. Leider. Wir hatten zwei Bengal-Kater. Oh, gleich Bengalos. Was machen wir? So schön apportiert. Ja, alles. Also die waren ein Traum von Katze. Ja. Charakterlich wirklich sowas von lieb und schmusig und also wirklich so, wie man sich's vorstellt. Wir waren so happy damit. Und dann irgendwann hat sie relativ in einem kurzen Zeitraum dann eine Allergie dafür entwickelt. Leider. Schöne Tiere. Mal hau halt ab, Spitfire. Schöne geärgert, ne? Nein, Spitfire hat mir das brennend geschossen. Spitfire, die 36. Das ist immer gerade nicht so viel. Da oben ist auch die Spitfire. Wir haben die Interpreter. Ich komm nicht hoch. Und über uns ist eine HE-111. Was bist du? Ja, ich bin nicht. Oh, oh, da kommen vier mit dem Hähnchen irgendwie. Oh, hat er mich. Oh, ich hasse es, wenn die mich reinrammen, wenn die mich reinfliegen. Schade, die ist einfach so gut. Ich mag die E1. Weil die hat ziemlich starke Waffen. E3 ist auch geil. Aber bei der E1, die hat die Waffen so außen liegend. Das heißt, der über den ganzen Flügel schaut einfach ultra geil aus. Ja, die Spitfire, die ist immer noch ein Thema, gell, da oben, aber ich komme da auch nicht hoch. 8 Kilometer, das rentiert sich nicht. Achso, Bodenziele könnte man auch nicht durchgehen. Na gut, mit der 20 mm komme ich wahrscheinlich schon durch, oder? Ja, ich helfe dir mal mit der 88. Dann schieß sie weg. Ja, hab ich. Aber hinter dir klebt einer. Achso, die ist schon. Ich klebe echt an mir dran. Weiter so, dann ist der Sieg unser. Die F2A geht auf dich. Ich versuche das mal, aber das wird jetzt ewig auf mich. Push. Bitte zerstört. Passt doch. Die 26 kommt. Ah, ich hab leider einen Leck. Keine Leistung mehr. Und das mithelfen kann. Ansonsten müsste ich da tatsächlich mal reparieren fliegen. Das wird zerstört. Ich hab keine Leistung mehr. Vollgas 123. Bist du gerade weg? Was schießt jetzt da schon wieder? Leider reparieren fliegen. Weil es rentiert sich nicht mehr. Nein, nein, nein. Schau, dass noch ein Abschuss. Da kommt eine F2A kommt darunter. Ich Knoten. Komm her, komm hier rüber. Einmal nach rechts abbiegen, bitte. Kritisch. Kritisch. Jawohl. Der TBF kommt und eine HE 100, so 112. Ist schon rum.
Die beste Staffel. Mensch, zweiter. Du erster, oder? Hä? Nee. Du bist zweiter. Eine gute Runde, der. So gut, der hat die schon lange nicht mehr. Gutscheine für was? Ach, Ersatzgutschein. Das ist cool, die mache ich gerne. Boah, 9 Flugzeuge, geil. Gut, das war schon eine geile Runde, muss ich sagen. Die hat schon Spaß gemacht. Die lief gut. Und so darf das mal sein. Ach, den neuen Motor. Boah, der neue Einspritzer, der bringt halt schon ultra viel Leistung. 53 PS und nochmal 27 Fuß pro Minute. Erstmal auf die neuen Waffen. So, was haben wir denn? Die U88, da könnten wir mal Bomben dran basteln. Weil ich mache erstmal den neuen Einspritzer, da sind wir ein bisschen flatter. 500 Fuß Steigleistung, das rentiert sich. Na dann. Nee, also nochmal, um auf die Flieger zurückzukommen, wir schauen schon echt, dass wir gerade was den Fußabdruck in der Natur betrifft, vieles machen. Also wir sortieren selbst Trinkbecher und Besteck und das und die ganze Kunststoff sortieren wir inzwischen ja aus. Ja, jetzt ist der Kunststoff vorbei. Ihr habt es ja umgestellt oder seid ihr gar nicht umgestellt? Doch, doch. Also wir haben halt diese Papierbecher haben wir jetzt. Mhm. Aber Dosen, die ganzen Flaschen und in Österreich gibt es ja keinen Pfand. In Österreich gibt es ja keinen Pfand. Ja, das wird aus die trennen das Müll selber. Ja, ja, richtig. Und ja gut, vortrennen tun wir schon auch. Aber jetzt halt am Flieger auch. Selbst trotz, dass wir eigentlich keine Zeit für solche Sachen haben, machen wir das halt auch. Wir haben den ganzen, also wir nennt sich bei uns Paperless Cockpit. Das heißt, die ganzen Checklisten, die ganzen Papierdinger, die kommen alle raus aus dem Flieger oder sind schon draußen. Selbst das technische Logbuch kommt jetzt auf elektronische Art, damit du da wieder ein Kilo sparst. Also es ist echt krass, wir versuchen wirklich jedes Kilo zu sparen, um da nicht unnötig Sprit zu verballern und unnötig CO2 in die Luft zu verpulvern. Fliegen langsamer, damit halt auch mehr Sprit gespart wird. Natürlich ist es auch mit Kostenersparnis getroffen, aber natürlich mit der Kostenersparnis hat man sich natürlich auch CO2, das ist ganz klar. Das muss man immer natürlich in Kombination sehen. Mit jetzigen Preisen vom Öl brauchen wir nicht reden. Heute haben wir den höchsten Preis, gell, der letzten 10 Jahre. Ich glaube 125 Dollar dabei dann. Okay, oder was? Heute, ja. Was? Gib mir Deckung! Heute oder gestern. Ich dachte, der ist wieder gesunken. Stark. Vorkrisenniveau. Au. Oh. Über 90. Passt recht. 99 der Brent. Glück. Aber es ist echt abartig, wie das gestiegen ist. Jetzt überlegst du, es sind nur 6%, gell? Ja, aber was ist ausgemacht? Was der Russe an Öl für die Weltwirtschaft hat. Ja. 6%.
kontrolliert jemand Öl, hm? Aber noch zu wenig. Deine Richtungen sind das gleiche, was du jetzt da gerade beschießt, nochmal unterwegs. Aber die hole ich jetzt mal schnell mit der Bio. Scheiße, ich schon ein von mir. Der dreht ab. Und ich krieg den runter, das gibt's doch nicht. So, der ist zerstört. Ey, wie viele Treffer steckt denn da noch ein, bitte? Das ist abartig. Ich bin schon zu zweit an dem dran. Jetzt auch endlich. Die kaputt. Sterb halt. Brauch nicht zu schießen. Nee, die Inflation des Dollars war so hoch. Stimmt. 10% Inflation des Dollars. Das war halt das Login. Ich bin jetzt richtig älter. Das liegt auf irgendwie eine Lade. Bei mir kommt eine Lade, die nimmt mich jetzt auseinander. Servus. Ich hab zerstört, nur endlich. Ich bin schon in der Nähe, aber ich bin gut wie down. Der Jagd 4 ist auch noch in der Nähe. Ah, sehr gut. Der ist down. Was ist denn die Karte so nah? Ja, der kommt eine I16 und eine P36 auf dich zu. 36, dann ist das nicht mehr. Das Ende in die Runde. Na, jetzt schießt halt ein blödes Geschütz. Er ist down. Veritas, servus, was geht? Ja, wir sind ein bisschen hier im Luftkampf unterwegs. Und selber? Was geht bei dir? Wo denn da mit der Hurricane da oben? Wieso hast du eigentlich Adler bei dir im Namen stehen gehabt? Wie geht das denn? Ach, das muss man irgendwann einmal, habe ich das mal freigespielt. Was geht bei dir, Veritas? Was gibt's Neues? P38. Kommen Sie. Ich möchte dir was zeigen. Pilot ausgeschaltet. Der erste Schuss, der getroffen hat. Es ist ärgerlich, sag ich dir. Maxi Watch, servus, hallöchen. Heh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 
Ah, 5 Leute haben jetzt auf diesen Bomber geschossen. Gebrannt hat er und. Aber ich hab ihn dann auf meiner Liste. Muss das sein, so gut. Jetzt gehe ich mal auf mein Ziel. Ich hab gerade die Flugzeug zerstört, aber ich bin nichts davon weiß. Ich hab gerade nicht geschossen. Du hast angeschossen. Oder kritisch geschossen und jetzt. Und dann ist eins abgestürzt. Ja. Ja. Okay, ist auch das gewesen. Ja, nichts dagegen. So. Spiel das Spiel auch. Sehr nice. Maxi Watch, vielen Dank für den Check-in und herzlich willkommen an Bord. Danke dir, mein Lieber. Mission gescheitert? Ach komm, wir haben das echt noch verloren. Wie konnten wir das verlieren, bitte? Fährst F1, Veritas? Nice. Cool. Wie lange spielst du schon, Maxi? Linken wir direkt wieder. Und diese Erfahrungspunkte, die es da bei dieser Glühbirne gibt, die kann ich überall einsetzen, oder? Nochmal. Ich war gerade weg. Hier rechts oben gibt es so eine Glühbirne. Konvertierbare Forschungspunkte. Was mache ich denn ja, mit denen? Ja, das ist alles Pet. Wie? Ja, da brauchst du in Verbindung nicht nur diese Glühbirnen, sondern du brauchst auch diese goldenen dazu. Die goldenen Igel, ja. Okay. Dann halt nicht. Also ich habe 140 dieser Golden Eagle, warum auch immer. Die behalte ich mir, oder wofür brauche ich die sonst? Ach, um noch ein Flugzeug freizuschalten zum Beispiel. Ja, oder. Du kannst die Beschleunigung du kannst mit diesen Gold Eagles dir diese Premium auf. Du kannst okay. Von Veteran auf Ass gehen von der Skillung der Flieger. Okay. Ja, und werden die dann so besser, die Flieger, oder ist das ja, nur ja. Ja, ja, wenn du auf Ass gehst schon dann, ja, okay. dann machst du solche Schüsse wie Gegner aus dem Kopf ausschießen. Ja. Machst du dein eigenes Blut? Das. Den Monstrus, Servus, einen wunderschönen. Ich verstehe, okay. Das heißt, aber bei mir ist ja alles jetzt auf Rekrut. Rentiert sich das irgendwas, das mal abzugraden? Also auch ohne Geld, gibt es da noch eine Möglichkeit? Spielen. Wenn du fragst nochmal wie, dann spielen. Sonst Geld. Naja, okay. Pay to win. Wie lange spielst du? Ich spiele jetzt seit, keine Ahnung. Vielleicht 8 Tagen, wenn man so am Spiel. Also ich glaube, ich habe jetzt 25 Spielstunden insgesamt. Mehr sind es noch nicht. So, Pi mal Quadratdaumen. Die P39 kommt, dann werden wir auch mal reinstechen. Hier.
Warum? Pilot ausgeschaltet. Ich könnte kotzen. Überlegen steht da mit seiner FPU. Oh, es ist so nervig. Ich sag's dir, es ist so nervig. 2012 ist es für den PC rausgekommen. Ja, genau, richtig. Ob ich auch Panzer spiele, bis jetzt noch nicht, nee. Habe ich noch nicht ausprobiert. Panzer habe ich nur in World of Tanks bis jetzt gespielt. Aber da auch nur Anfänger-like. Also ich habe da... Mein bester Panzer in World of Tanks ist, glaube ich, ein Tiger 1. Weiß jetzt nicht genau, T7 ist das, glaube ich, oder sowas. Und ansonsten World of Warships. War ich relativ... unterwegs. Dann fließen wir Deutschland. Danke für den Tipp. Ja, ich spiele jetzt hier auch gerade die deutschen Flugzeuge. Wobei ich es ein bisschen bereut habe, dass ich die deutschen spiele. Weil gefühlt sind irgendwie alle anderen stärker wie ich. Also zumindest, wenn es die gleiche Einklassifizierung gibt. Upsi-Flotte ist auch geil. Echt? Okay. Habe ich auch noch nicht probiert. Immer so, dass man am Anfang stirbt. Ja, das schon, aber... Also... Ach, keine Ahnung. Ich sag mir so, wenn von 10 Gesicht an Gesicht aufeinander zufliegen, ich an 8 von denen als erstes sterbe oder mein Pilot stirbt, dann ist es schon irgendwie auffällig, dass das irgendwie so ein bisschen strange ist. Wollte ich gerade aussehen, die Bombe fallen lassen. Irgendwie Gegner's. Schaut, das ist genau das, was ich sage. Ein verfickter einzelner Schuss und mein Pilot war tot. Ein einzelner Schuss. Ich mache euch einen Clip. Könnt ihr es euch nochmal ganz genau auf... Mikey? Der Feind ist dabei zu gewinnen. Mikey? Also wirklich... Danke dir für diesen wunderschönen Orgasmus. Danke dir, Mikey. Auf was spielst du? Ja, auf PC. Gibt es auf was anderes auch? Ja. Auf was? Konsole auch. Ach, echt? Okay. Ich glaube, die schmeißen es sogar in die Lobby rein. Echt? Ich weiß nicht, ob das von Vorteil ist oder nicht. Keine Ahnung. Komm auf die F4U da hinten. Cyber Stealth. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Jetzt habt ihr es gerade live gesehen. Kaum sage ich es. Ein einzelner Schuss, weg. Tot. Es war ein einzelner Schuss. Sein allererster auf mich abgegebener. Das war es. Eins der wenigen Male, wo es nicht so funktioniert hat. Da, wo ist der andere Flieger? Das Problem hat sich gerade von alleine erledigt. Übrigens, für alle, die gerade neu dabei sind, von so einer 109 habe ich von meinem Onkel zu Weihnachten einen Top-Fahrwerksreifen geschenkt bekommen. Einen komplett restaurierten. Voll geil. Ich habe viel persönlichere Geschenke kaum nicht mehr. Den aus dem Deutschen Museum. Nee, den hat er von einem Bauernhof. Das der Bauernhof ist in der Stelle, ganz in der Nähe, wo diese Flieger abgestürzt ist damals. Hier im Allgäu. Aha. Und der wollte den nicht verkaufen. Aber naja, was soll ich sagen? Hat sich nicht locker gelassen, mein Onkel, und dann. Hat er ihm den doch verkauft und dann komplett hergerichtet mit neuen Reifen drauf, mit neuen Lager, also alles komplett neu gemacht. Mein Bruder hat dann noch 6
Schrauben auf der Drehbank gedreht, weil die beim Rausmachen kaputt gegangen sind, gerissen sind. Ist klar, ich meine, das hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Da lag der seit 80 Jahren rum. Und es ist echt ein Traum, das Ding. Wirklich geil. Und wer hat sowas daheim? Da haben sie extra einen Halter, einen eigenen Halter dafür geschweißt, damit ich das Ding schön ins Zimmer stellen kann. Also so ein geiles Teil. Schmeckt. Warum sind hier 5, 6 Flugzeuge auf einem Haufen? Da unten. Wo seid ihr denn alle? Warum sind die alle da hinten? Alle die am Arsch. Die BF hängt ja am Hoch. Ich verstehe nicht, warum die alle anderen Gegner, alle anderen Verbündeten sind. Ich glaube, dass du ein bisschen höher wieder kommst. Dann stürzt sie wieder ein bisschen in die Menge. Rein. Rauspicken. Ist sie schon da, oder? Wieder hoch. Da bist du. Auffällig, dass nur wir hier sind, gell? Also 4 Leute hier, eine Stelle gegen 7 oder was? Ja, die Propeller kaputt. Och nee. Wir sind dem Feind voraus. Aber das ist jetzt nicht so verkehrt. Hi. Die ganzen Gegner bei uns sind drin zerstört. Halt Serie mal 4. Okay. Ich glaube, wir haben hier gerade radikal rationalisiert. Ach, scheiße. Ach. Kontrollverlust. Ist wurscht. Warte, ja, bis es wieder weg ist. Pilot ausgeschaltet. Oh Mann. Es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Krise. Jetzt lassen wir los. Bis später, Mikey. Bis später. Ciao. Ich muss weg. Na, zu spät. Okay. Gut. Oh. Nehmen wir die BF-109A. 1,3er. Süß. Weiß. Halt die Kiste.
weiß gar nicht, warum ich hier diesen Premium-Flieger da bekommen habe. Und selbst dann weiß ich auch nicht, warum es nur so eine 1,3er-Kiste ist. Nicht irgendeine brutale. Du hast ja ganz schön was angelockt hier, gell? Oh, bei mir rubbelt's. Ja, du, da ist einiges los, also. Da liegt ganz schön viel Blei in der Luft, das sag ich da. Bin schon da. Geh da nicht rein. Das sind so. Wie man Raketen abschießt. Leer? Nein. Keine Bomben, keine Luftbodenraketen. Weiter so! Dann kann es den Sieg niemand mehr nehmen! Und langsam kritisch aus, mein letzter Flieger. Beste Stapel. Beste Stapel, nice. Gut gemacht, Mensch. Wir haben jetzt seit 2600 Erfahrungspunkte gemacht. Alter Falter. Danke. Hurricane, IL-2, der hat einfach 11 Flieger abgeschossen. Was? IL-2, MiG, JAG, ME, BF, okay. Nochmal das gleiche, würde ich sagen. Nochmal ja, bin ganz ich dabei. Genau. Einfach einmal nochmal. Bin ich noch dabei. Ja, du, bei mir wird es dann auch langsam Schicht im Schacht. Gold Ulanhügle. Jetzt geht's. Was gehst du rein? Weiter. Oh, schön. In den Himmel und noch viel weiter. Yay! Aha, wer kommt denn da auf einmal? Spitty. Okay, das hätte jetzt fast einen Crash gegeben. Das wäre jetzt fast ein Crash gewesen, ja. No risk, no fun. Ja, richtig, richtig. Und hier Messerflugzeug, ja, das kann ich ja. Das interessiert die Performance ja auch überhaupt nicht hier im Game. Das ist ganz egal, ob du hier Messer unterwegs bist. Okay, 39. Wird die erste sein, die mich gleich wieder rausschießt hier. Ich glaube nicht, dass es sich traut. Ah, sie dreht schon mal. Das ist schön. Oh, das mal. Ah, und sie rammt mich. Es ist zum Kotzen. Ich
stürzt dieses Flugzeug eigentlich ab, wenn der Flügel nur halb ab ist? Der wäre noch eigentlich steuerbar. Den Abschuss hast du, oder? Ja, den Abschuss habe ich bekommen. Verstehe nicht, warum sie das gemacht haben, dass er automatisch aussteigt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann es deaktivieren. Hab ich versucht, ich weiß nicht wo. Ich kann den Flieger noch weiterfliegen, das ist ja noch Penny gut. Das Picobello noch. Warships. Wo bist du da? Vom Tier her? World of Warships? Ach. Momentan. Okay. Das ist doch ein nettes Gewusel da unten. Oh ja, schaut doch hier rot, aber gut aus. Wir gehen die 40 mal vornehmen hier. Die Hände. Die Mick Sky Shepherd. Wir kommen tierisch auf den Sack. Ein Abschuss machen. Da runter geht er nicht. Dann komme ich halt vorne. Zwei Kills gemacht. Passt. Das sehe ich. Hab aufgeschlagen. Wer hat dich, die Sky Shepherd oder was? Ja, der hat mich gezwungen runterzugehen. Wir haben zumindest mal zum nächsten E-Service belegt. Das ist geil. Ja. Das ist ein Vormann. Fisch. Nächsten. Ja, ich bin jetzt zerstört. Ich gehe schon wieder auf den Gang. Genau. Habt ihr sich. Bei mir auf der Maus fast die Raketen drauf. Ich hab zwar keine Raketen, aber theoretisch, wenn ich welche hätte, könnte ich sie mit der Maus fast starten. Na, er ist nicht abgedreht, ich auch nicht. Er ist dafür tot. Ich auch. Ich bin mit meiner RBF, mit meiner ein High-Tier-BF. Deswegen High-Tier ist es im Raum gestellt, aber gut.
Ja, wir verlieren, weil wir die Bodenziele von denen nicht kaputt machen. Feindliche Basis zerstören! Na toll, Pilot ausgeschaltet. Oh, ich sag's dir, es ist immer das Gleiche. Es ist immer einfach dieses Gleiche, die gleiche Scheiße. Macht euch keinen Bock irgendwie, wenn ihr immer nur meine scheiß Piloten rausballert. Du gibst immer die Wahrheit, dir viel Spaß später, eine gute Nacht. Danke dir, sehr lieb von dir, Dankeschön. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Monstrus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, wie, und die Liebe geht raus. Guck mal, ob ich mit dem Bomber noch ein bisschen was am Boden ziehen gut machen kann. Der Shepard führt mit 13 Kills. Der ist schon echt gut, also wie der mir abgehauen ist die ganze Zeit. Ja, genau. Total. Das IL ist Japaner, oder? Na, ist, nee, Russe, was ist Russe, ja. Ja. MiG-3 kommt auf mich zu, Guada. Light Level 106, Climbing 160. Ich bin den auch in meinem Nähe. Ja, die versucht hochzukommen. Jetzt auch. Kommt auf jeden Fall. Zerstört das Ziel! Gehst du jetzt runter? Jetzt holst du dich. Ich werf die Bomben. Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Geh noch steiler. Hab sie. Treffer, ah, geil, sogar das, da kam eine Vorschau. Das ist cool. Ist jetzt Schaden? Nee. Passt alles, oder? Ja. Die verloren. Erst Angriff! Nein, dein Schiff, dein Flieger passt. Gut. Jetzt auf Angriff, wir sind im Egler-Kanon. Wie auf die SM-79. Okay, dann machen wir die. Machst du? Nee, ich hab ein einzelnes MG da drauf, da kann man nichts machen. Jetzt kommt natürlich die Nuklear hoch. Bodenziele hier. Die beste Staffel. Lol, okay, was haben wir gemacht? Okay, du hast 5 sogar abgeballert, glaube ich, gell? Was? Weiß ich nicht.
Ei, so wie du auch. So, jetzt hat meine U88 hat jetzt richtig Power, also die, da geht's jetzt richtig ab. Kann ich das nicht machen? Wenn es am schönsten ist, dann muss man aufhören. So schaut's aus. Das mache ich jetzt auch, ehrlich gesagt. Das mache ich jetzt auch. Coole Sache. Also dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Mitzocken. Hat Spaß gemacht. Wie immer. Ja. Nett, danke. Fürs ja. Dabei sein. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist jederzeit sehr gerne willkommen. Und dir dann eine gute Nacht und einen schönen Tag morgen. Genau, dir auch. Danke, mach's gut. Ciao, ciao. So, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von War Thunder. Weiter geht's beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.